Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Sennheiser. Hey Leute, funkige Grüße. Oh Gott. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich reagiere mal wieder auf eure Einsendungen und das hat mir beim letzten Mal schon großen Spaß gemacht. Dieses Mal bin ich jedoch nicht alleine hier am Tisch. Wer ist denn da? Hey! Die Firma Sennheiser ist 75 Jahre alt geworden am 1. Juni. Alles Gute nachträglich! Tja, nun, als Geburtstagsgeschenk für mich haben sie mir jedenfalls so einen tollen Beutel geschickt mit Sachen drin. Zum Beispiel einem Sennheiser Kaffeebecher, in dem man auch prima andere Getränke aufbewahren kann, glaube ich. Das testen wir mal jetzt. Das Deckelchen drauf, den Stupsi-Nupsi hier so rein und dann hoffe ich, dass jetzt nichts schief geht, Sennheiser. Ach, ein guter Moment, um sich mal kurz hinzusetzen und Sennheiser zu 75 Jahren zu gratulieren. Gratulation. Toller Becher. Was auch toll ist, ist die Jubiläumsausgabe der legendären HD25 Kopfhörer zum Abhören von Dingen. Ein großartiger Kopfhörer in Gelb zum Jubiläum, denn die allererste Version von diesen offenen Kopfhörern, die Sennheiser hergestellt hat, den HD414, die waren gelb mit so Schaumstoff hier und deswegen sind auch die wieder gelb. Aber Obacht! Sie sind nur vorhanden in einer limitierten Auflage von 25.000. Und wer sich die Kopfhörer bestellen will zum Wahnsinns-Jubiläumsangebot von nur 99 Euro statt 149 Euro, der hat dann ein bisschen mit dem Glück zu würfeln. Wenn man sie sich nämlich bestellt, dann kommen sie mit schwarzen Polstern. Und der oder die Glücklichen unter euch, die dann sowas Gelbes hier dran haben, die haben dann Glück, weil sie was Gelbes daran haben. Mitgeliefert ist außerdem hier der kleine Adapter von Mini-Klinke auf große Klinke. Die schraubt man da drauf und dann geht es auch schon los. So, wir starten mit Goodbye von Unrelated. Nein, doch, Goodbye von Unrelated. Los, Keks. Human Music. I like it. Schöne Gitarre auf jeden Fall schon mal. Und den. Schön, schön. Sehr, sehr poppig. Trotz der Besen am Schlagzeug und dieser ange-country-rockten Gitarre. Auf einmal wird's funk. Und so durig. Geil, schöne. Ah, das gefällt mir sehr gut. Dieses E-Piano, die da so. Und dann der Kontrast zu der Hook mit dieser funky Gitarre, wo es dann. Es ist richtig gut. Achso. Geil auch, dass es diesen Juice so hat. Also den Juice nicht weggibt. Das ist immer so easy auf den Drums auch.
Ich würde mir Claps wünschen da jetzt. Nice. Ich liebe das ja, wenn du so eine Viertel noch so eingefügt wird. Ja, ich würde... Sowas hier? Ja, so Percussion-Scheiße, so ganz kleine 16-Geschichten mit irgendwelchen Dingen, wie zum Beispiel so einem Schellenring oder irgendwas so. Eventuell. Oder halt Claps. Was noch? Wir haben Abdi Jackson, Jackson's Trip to Asia. Dazu schreibt er: When I made this track, I felt like I was driving at 500 kilometers an hour in an Asian city at night. Dann wollen wir mal hören. Diesen. Ah, Halftime. Okay. Schöner Vibe, ist ein guter Mood. Obwohl ich eigentlich gar nicht so auf diese Halftime-Trap-Geschichten spiele. Ah, okay, jetzt verstehe ich, warum ausgerechnet Asien. Geil! Sag mal, wo hast denn nur diese Streicher-Samples her? Die sind ganz dufte. Dufte? Sind die? Streicher? What? Skr, skr. Wo hat er diese Streicher her? Von diesen Streichern brauche ich auf jeden Fall noch mehr. Woher hat er die? Woher hat er die? Woher hat er die? Woher hat er die denn? Nur ich? Oder mich? Okay. Da hätte ich mir gewünscht, wenn da so ein riesiger Gong irgendwie kommt. An der Stelle gerade eben. Mit viel Hall. Sodass man wirklich... nochmal so eine, wie sagt man, nachdem das so runtergedroppt ist und dann wieder aufgeht, dass er so ein kleines bisschen abgeholt wird, gell? Dann haben wir hier als nächstes Markus Böttner, Never Walked the Highway. Sieht nach Country aus. Oh, wie geil. Silent pictures of faraway scenes, familiar features of places I've never been. I've never smelled the prairie grass, and memories are made to last. For those who never been there, dreams will do. Ach, geil, auf die Akkorde, ey. Never walk the highway with you. Natürlich, with who sonst? Ist das schön. Roadside motel, neon letters shining far. Gute englische Aussprache auch. Small town hotel. Klingt so schön südstaatenmäßig. Crowded music bars. Ganz easy auch das ganze, die ganze Backing Track, saugut. Entschuldigung.
Ach, ist das schön, das ist, man wünscht sich, mit ihm da gewesen zu sein. In der Situation. Daddy, when I told you about the dream I had, you smiled and said it seems I had the same idea as you. We laughed and high-fived dreams we shared, and in our mind we went to Carolina, and I realized it too. Oh, man. I want to hit the highway with you. Auch sehr schöner Text, also da fehlen manche ja dran, da scheitern manche dran, da so eine englisch klingende Lyriken zu schreiben, weil es bei mir zum Beispiel und bei anderen schleichen sich immer wieder so Germanismen, deutsche Redewendungen, die dann eins zu eins übersetzt werden, aber bei ihm ist es sehr, sehr schön. Dreams are memories gone astray, and I believe I'll see the day when you and I will make this dream come true. And I'll hit the highway with you. Oh. And I'll hit the highway with you. Schön, ach Mann, ey, schön, sehr schön. Markus Pöttner, Never Walk the Highway. Hier bei Radio Morty Fisher Ringsen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die ganzen Dinger unten in der Videobeschreibung. Als ich die das erste Mal aufgesetzt habe, das war schon so ein Sennheiser Magic Moment sozusagen. Einfach, sie sind so unglaublich bequem auf dem Kopf, weil bei manchen Kopfhörern, da hat man schon nach wenigen Minuten irgendwie das Gefühl, die Ohren sterben einem ab. Hier überhaupt nicht, sie klingen fantastisch und man hat wirklich das Gefühl, mit Profi-Equipment zu arbeiten. Und wenn ihr auch Sennheiser gratulieren wollt, dann tut das mit den Hashtags HD25 oder Hashtag Sennheiser75. Ein anderer Moment, wo ich wirklich beflügelt war von Sennheiser, war bei diesem Wireless-System und ich diese Module aufgeladen habe und es funktioniert einfach. Ich bin quer durch den ganzen Korridor hier vor der Tür gelaufen mit der Gitarre und habe dann durch die Wände, durch die Gänge meine Gitarre spielen hören, obwohl ich sie ja um hatte. Sennheiser. Made to make me happy. Zurück an den Tisch. Jetzt haben wir als nächstes eine Produktion von einem Freund von mir tatsächlich, von N'Golo bzw. Golo. Und der hat auf, was hat er geschrieben, auf seinem Microcork rumgebastelt. Ich bin mal sehr gespannt. Hier steht M-Jack. Schön. Also diese Pads gefallen mir schon mal sehr, sehr gut. Oh, ah. Ich ahne, in welche Richtung das geht. Bitte enttäusch mich jetzt nicht. Yes! Oh Scheiße, fast das Kabel abgerissen vor lauter Freude. Müssen wir auf jeden Fall mal lauter machen hier auf dem Ohr. Oh, was ist das denn für ein geiler Sequencer? Dazu muss ich meine Disco-Brille aufsetzen. Oh, Jesus Christ. Ja. Ich fasse es nicht. Du Bestie, du. Mother, lover. Schön, es hat auch so eine French House-Attitüde. Oh, so Synth-Disco einfach. Disco. We'll be right back.
Geil, und das ist alles auf dem Microcork. Also natürlich abgesehen von den Drums. Oh. Hammer! Ja, da höre ich auf jeden Fall so eine Lässt du los. So eine Justice-Attitüde, ein Anflug von Justice. Ja, hier, diesen Sequencer, den habe ich am Anfang schon gehört. Oh, da hat er mich kurz gehabt. Ich dachte, jetzt kommt wieder die Snare dazu. Aber nein. Mega gute Bassline, geile Sounds. Natürlich. Ach. Geil, dieser Synth hier im Hintergrund, der da. Wahrscheinlich aus so ein Square Wave. Wahrscheinlich so ein. Nimmt die Rolle der Gitarre ein, die ich dann so eingespielt hätte. Schön. Da sind sie wieder, die Chords vom Anfang. Da habe ich echt gedacht, so dass. Oder sowas. Irgendwie so ein Song gibt's da von Justice. Aber saugeil. Ey. Großen Applaus. Wir haben noch Dance Your Freak Out von Berserdin. Ich weiß leider nicht, wie man das korrekt ausspricht. Ja, da schauen wir mal, was sie für uns hat. Oha. Was ist denn da los? Boah, da läuft mir kalt den Rücken runter, ey. Ja, ich hab Gänsehaut am Schenkel da unten. Hä? Boy. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, so harmonisch. Wo ist was? Okay. Alter. Schon wieder so. Voll so. Oh, und schon wieder ist dieser Reverb da. Der ist kurz weg. Und dann ist er wieder da. Wahnsinn, ey. Da schreibt doch jemand, wie gesagt, alles unten nochmal verlinkt, also was so öffentlich ist davon. Ja, zu Befehl. Nein, ich wollte sagen, hier schreibt jemand unter dem Video, really love the haunting vibe this gives me. Das kann ich so unterstreichen. Was ist das denn jetzt auch schon wieder? Meine Fresse. So, auf eine geile Weise belastend, dieser Track. Boah, ey. Oh, schon wieder.
Krass. Da hätte ich niemals mit gerechnet. Das ist ja der Hammer. Vielen Dank für eure Einsendungen. Ich bin ja überflutet worden mit allem. Also ich hatte, als ich das letzte Video zu dem Thema hier gemacht habe, hatte ich innerhalb von nicht mal 24 Stunden über 150 E-Mails in meinem Postfach. Bitte seid gnädig mit mir. Macht das nicht alle auf einmal. Ich komme nicht hinterher. Ganz viele sind ja auf der Strecke geblieben. Das tut mir auch sehr leid. Jedenfalls kommt jetzt zum Schluss nochmal ein Song von Mare. Und der heißt Klaus Entdeckerkatze. Ich weiß nicht mehr warum. Ich dachte da an so eine kleine Katze, die so niedlich mit irgendwas spielt oder so. Ich trinke nochmal einen Schluck hier aus dem Sennheiser-Becher. Übrigens. Wie wäre es denn, wenn... Sennheiser, hier, ihr könntet doch auch so einen Coffeeshop machen, so Starbucks-mäßig. Klaus, denn dort ist der Kaffee nicht nur heiß, bei euch ist der Kaffee Sennheiser als irgendwo sonst. Okay. Okay, alles klar. Klaus Entdeckerkatze sagt tschüss, ich tue das auch. Vielen Dank nochmal an Sennheiser für diese ganz hervorragenden Kopfhörer. Wirklich, wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön an euch fürs Zuhören. Alles Gute nochmal. Sennheiser, 75 Jahre Sennheiser. Dann könnt ihr mich wie immer gerne abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr noch mehr von dem Kram hier sehen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video. Das hilft mir immer sehr weiter, weil wie soll ich sonst wissen, ob es euch gefällt? Dafür ist dieser Like-Button da. Kommentiert gerne, was euch am besten gefallen hat unter dem Video und erzählt es weiter. Schickt mir auch gerne auf meiner Webseite marti-fischer.com eure Songs und eure Songideen. Dann kann ich hier drauf reagieren. Und aber bitte, bitte nicht alle auf einmal, denn wir ernten, was wir säen. So, alles klar. Tschüss!